Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung in evolutionäre Algorithmen. Wir steigen jetzt mit den Variationsoperatoren ein. Also wir haben uns ja letzte Woche verschiedene Datenstrukturen angeschaut oder die letzten beiden Wochen, auf denen wir evolutionäre Algorithmen durchführen wollen. Und jetzt werden wir, denke ich mal, den Rest dieses Jahres dann schauen, wie wir für diese verschiedenen Datenstrukturen Variationsoperatoren entwerfen werden. Heute für Strings über endlichen Alphabeten, über Variationsoperatoren für Permutationen. Vielleicht kommen wir auch noch zu den Bäumen heute, das weiß ich nicht. Dann nächste Woche möglicherweise die Bäume und auf jeden Fall Graphen. Und dann übernächste Woche wenn wir dann Vektoren haben, wo irgendwo Zahlen drin stehen. Also das Wichtigste werden dann reelle Zahlen sein, dass wir Vektoren von Floats haben und was wir dafür sinnvolle Variationsoperatoren benutzen können. Gut, zum Einstieg, zwei organisatorische Sachen. Also ich schreibe das nochmal in Discord, aber wahrscheinlich würde ich dann ab nächster Woche die Vorlesung auch oben im Labor halten. Das ist dann einfacher mit der Aufnahme. Brauchen wir nicht, oder die Mitarbeiter nicht alles durch die Gegend fahren. Und ich benutze die Tafel jetzt wahrscheinlich relativ wenig. Dann kann ich im Zweifelsfall auch am Tablet schreiben oder so. Also ich schreibe es nochmal in Discord, aber wahrscheinlich dann einfach ab nächster Woche komplett oben in unserem Labor. Und am 18. Dezember muss ich die Vorlesung ausfallen lassen, dass ihr das schon mal wisst. Also die letzte Vorlesung vor Weihnachten muss ausfallen. Gut. Gibt es ansonsten von euch irgendwie Fragen zum Übungsblatt oder sowas? Dann steigen wir mit der Vorlesung ein. Also, wie gerade schon gesagt, ab jetzt geht es um Variationsoperatoren. Also wir schauen uns Mutationsoperatoren und Rekombinationsoperatoren, also dann in den allermeisten Fällen Crossover, an für die Repräsentation, die wir jetzt in der letzten Woche entwickelt hatten. Und wir schauen uns dann auch immer zumindest kurz an, was für Eigenschaften haben die Operatoren denn, die wir jetzt entworfen haben. Also bewahrt die Anwendung des Operators die gewählte Repräsentation? Können wir weiterhin alle Teile des Suchraums erreichen? Wie verteilen sich die berechenbaren Nachkommen? Also von welchem Chromosom aus können wir denn jetzt überhaupt noch welches Chromosom erreichen? Und einsteigen tun wir mit der einfachsten Repräsentation, die wir hatten, nämlich Strings. Also das Setting ist jetzt, wir haben ein endliches Alphabet Sigma und haben irgendein Optimierungsproblem kodiert als Strings der festen Länge n über Sigma. Und das ist das, womit wir ja als Beispiel im Prinzip eingestiegen waren, wo unser Alphabet zwei Elemente hatte, 0 oder 1. Also hier kennen wir im Prinzip funktionierende Mutationsoperatoren und Crossover-Operatoren, müssen das nur leicht verallgemeinern. Wir können weiter die Mutation so durchführen, dass wir einfach den String durchlaufen und an jeder Position mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, der Mutationswahrscheinlichkeit PM, das Gen ändern, wo wir gerade sind. Also genau wie wir uns das für Bitstrings angeschaut hatten, das gleiche Spiel in Grün. Der einzige Unterschied ist jetzt, bei Bits konnten wir einfach einen Bitflip machen. Wenn es eine 0 war, machen wir eine 1 raus. Wenn es eine 1 war, machen wir eine 0 raus. Das müssen wir jetzt leicht verallgemeinern, weil wir jetzt ein beliebiges endliches Alphabet haben und nicht mehr nur ein Alphabet mit zwei Buchstaben. Und was wir jetzt einfach machen ist, dann setzen wir eben gleich verteilt auf einen der möglich anderen Werte. Also wenn wir durchlaufen, also weiterhin
den String Position für Position, haben eine Mutationswahrscheinlichkeit PM gewählt, die uns entscheidet, soll jetzt das Gen, wo wir gerade sind, geändert werden oder nicht. Und falls ja, schauen, nehmen wir halt das Alphabet her, nehmen das Element, also das Allel raus, was die, das Gen hat, an dem wir gerade sind, und wählen dann gleich verteilt aus den anderen Möglichkeiten eins aus. Also das ist eine simple Verallgemeinerung von dem, was wir uns für Bitstrings schon angeschaut haben. Und hier nochmal als Daumenregel, dass die Mutationswahrscheinlichkeit wird meistens zwischen 1 durch Populationsgröße bzw. 1 durch Länge der Kodierung. Irgendwo in diesem Bereich wird meistens die Mutationswahrscheinlichkeit gewählt. Schauen wir uns auch gleich nochmal an, warum. Ja, ein kurzes Beispiel dafür. Unser Alphabet Sigma hat jetzt mal 3 Buchstaben, 0, 1 und 2. Und wir wollen das benutzen, um Spielstrategien für Schere, Stein, Papier zu kodieren. Das hatten wir uns ja als Beispiel auch angeschaut, wie man so ein endliches Alphabet hernehmen kann, um eine Spielstrategie zu kodieren. Also Strings der Länge 9 kodieren dann eine Spielstrategie mit einem Gedächtnis der Länge 1. Also ich habe 9 Möglichkeiten bei Schere, Stein, Papier, wie die letzte Runde gelaufen sein kann. Jeder der 2 Spieler hat 3 Wahlmöglichkeiten. Und für jede dieser 9 Möglichkeiten wähle ich mir halt eine Sache aus, eine Idee, wie möchte ich darauf im nächsten Zug reagieren, und nummeriere halt diese Möglichkeiten durch und schreibe mir dann immer das, wie ich reagieren will, halt in den String der Länge 9 rein. Also steht dann meinetwegen 0 für Schere, 1 für Stein, 2 für Papier. Aber für das Beispiel ist das jetzt auch gar nicht so wichtig. Wichtiger ist der Ablauf. Also ist ein Gen zur Mutation ausgewählt, wird es mit jeweils 50% Wahrscheinlichkeit auf einen der verbleibenden Werte gesetzt. Hier ist jetzt mal ein Elternchromosom der Länge 9 und es wird bitweise mit einer Wahrscheinlichkeit von PM das jeweilige Allel geändert. Also es könnte passieren, dass jetzt ich das einmal durchlaufe und 9 mal eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 generiere, 3 Mal, nämlich beim ersten, beim zweiten und beim siebten Mal ist es kleiner gleich PM, also die Positionen 1, 2 und 7 werden zur Mutation gewählt. Das Position 1, das Allel ist die 0, also kann ich das jetzt mit 50% Wahrscheinlichkeit auf 1 und mit 50% Wahrscheinlichkeit auf 2 setzen. Ja, bitte. Wenn man da auch generell mal drauf achten, dass es nicht wieder den alten Wert annimmt. Genau, also das war hier, wenn das i-te-Wert den Wert klein Sigma i hat, nehmen wir klein Sigma i raus und verteilen es auf die verbleibenden gleich, die Wahrscheinlichkeit, dass das gewählt wird. Also wir haben ja durch die Mutationswahrscheinlichkeit, dadurch, dass wir das bitweise durchgegangen sind und dann immer eine zufällige Zahl generieren und gucken, ist das größer oder kleiner der Mutationswahrscheinlichkeit, haben wir uns ja schon entschieden, diese Position wollen wir ändern und dann wollen wir sie auch wirklich ändern. Und wenn wir hier ein Alphabet der Größe 5 hätten, würde halt jeder der 4 übrigen Werte mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 gewählt. Und bei einem Alphabet der Größe 3, dann halt sind jeweils 2 Werte, zwischen denen wir uns entscheiden können, und wird jeweils mit 50% Wahrscheinlichkeit, also jede Möglichkeit gewählt. Also ziemlich naheliegende Verallgemeinerung von dem, was wir uns auf Bitstrings schon angeschaut haben. Was hat das für Eigenschaften? Also wenn wir jetzt ein endliches Alphabet haben und unseren Suchraum als Strings der Länge n über diesem Alphabet fixiert und unsere Mutationswahrscheinlichkeit fixiert, dann ist dieser
Operator zum einen korrekt in dem Sinne, dass die Anwendung wieder Elemente aus dem Suchraum produziert. Das ist in dem Fall ziemlich trivial, aber das wird für andere Repräsentationen natürlich deutlich interessanter sein. Also hier ist ziemlich klar, ich kriege wieder einen String der Länge n über dem gleichen Alphabet. Ich ändere ja nur einzelne Einträge mit Symbolen, die auch aus dem Alphabet kommen. Und was hier interessanter ist, eine interessantere Eigenschaft, ist, dass egal welche zwei Chromosomen ich habe, ich kann immer das erste Chromosom durch Mutation zum zweiten überführen. Und mit geringer Wahrscheinlichkeit kann ich das sogar in einem einzigen Schritt machen. Also egal, welche zwei Chromosomen ich habe, auch egal, wie groß deren Hamming-Distanz ist, es gibt immer eine, gegebenenfalls halt ziemlich minimale Wahrscheinlichkeit, aber eine Wahrscheinlichkeit größer gleich 0, dass ich die mit einem Schritt ineinander überführen kann. Und auf jeden Fall gibt es auch Pfade, wo ich eben mehrere solcher Mutationen hintereinander anwende und das eine Chromosom in das andere überführe. Also ich schneide hier nicht irgendwas vom Suchraum ab. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das in einem Schritt geschieht, die wird meistens verschwindend gering sein, aber im Prinzip ist es möglich. Also wenn ich mir die Hamming-Distanz zwischen zwei Chromosomen hernehme, also die Anzahl der Positionen, auf denen sie verschieden sind, dann darf natürlich auf den Positionen, wo sie schon gleich sind, keine Änderung passieren. Also an all diesen Positionen muss, wenn ich mir Zufallszahlen generiere, müssen die jeweils größer als PM sein, damit mein Algorithmus sagt, hier wird jetzt nicht mutiert. Das ist der hintere Teil der Formel. Also an den n-d-Positionen, wo sie schon gleich sind, da muss jeweils der Fall sein, dass rauskommt, nee, ich mutiere nicht. Und an den d-Positionen, wo sie unterschiedlich sind, da muss jeweils die Zufallszahl so ausfallen, dass ich mutiere. Also p hoch m hoch d. Aber in einem zweiten Schritt muss ich dann ja auch noch auf den richtigen Wert ändern. Und da habe ich dann eine Wahrscheinlichkeit von 1 durch die Größe meines Alphabets minus 1, da wir ja gleich verteilt aus den Elementen von Sigma, die wir zur Auswahl haben, also Sigma minus 1 Elemente, weil wir das rausnehmen, womit es schon besetzt war, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 durch Sigma minus 1 das Richtige zu wählen. Also zumindest eine minimale Wahrscheinlichkeit, dafür ein beliebiges Chromosom in irgendein gewünschtes Chromosom zu überführen. Und wir haben sogar noch deutlich mehr Struktur für diesen Mutationsoperator. Das ist dann, wenn man theorieevolutionäre Algorithmen machen will, hochinteressant, weil man halt über den Zufallsprozess, der hier stattfindet, ziemlich viel weiß und dann doch anfangen kann, irgendwelche formalen Argumente zu führen, dass man zumindest mit gewissen Wahrscheinlichkeiten bestimmte Chromosomen in einer erwarteten Laufzeit erreicht haben wird. Also hier kann man dann dadurch, dass wir den Zufallsprozess, der dahinter steckt, so genau verstehen, tatsächlich über so einen randomisierten Algorithmus relativ exakte Aussagen machen. Da werden wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber um das zumindest mal kurz anzudeuten, also die Situation ist wieder, wir haben da unser endliches Alphabet, der Suchraum sind die Strings der Länge n über diesem Alphabet. Und das, was wir hier machen, nämlich zu entscheiden, ob ein einzelnes Gen mutiert wird oder nicht, ist ein Bernoulli-Experiment. Also ein Zufallsexperiment, wo es zwei verschiedene Ausgänge gibt, ja oder nein, mutiere ich oder nicht. Also Bernoulli-Experiment und unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist PM.
Die haben wir so festgelegt. Das soll die Wahrscheinlichkeit sein, dass ein Bit mutiert wird, dass ein Gen mutiert wird. Und das heißt, so ein String zu durchlaufen, ist ein Bernoulli-Prozess, eine Hintereinanderreihung von Bernoulli-Experimenten. Und das folgt dann einer Binomialverteilung. Habt ihr in der Statistikvorlesung wahrscheinlich alles so ein bisschen gemacht? Ne? Das ist gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Anwendung des Mutationsoperators genau K-Gene ändert, beträgt n über k mal pm hoch k mal 1 minus pm hoch n minus k. Könnt ihr dann kurz erklären, wo die Zahl herkommt? Ja. Genau. Ja, ich wiederhole es mal für die Aufnahme. Also wir haben Pm hoch k ist die Wahrscheinlichkeit, dass k-Gene geändert werden. 1 minus Pm hoch n minus k die Wahrscheinlichkeit, dass n minus k-Gene gerade nicht geändert werden. Und n über k zählt die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten auf die verschiedenen Möglichkeiten, auf welche Position wir das aufteilen können. Also wie wir K-Gene zum Ändern aus den N-Genen auswählen können. Genau. Und Erwartungswert ist N mal PM von der Binomialverteilung. Und das ist dann auch eine der Motivationen hinter dieser Wahrscheinlichkeit, 1 durch Länge der Kodierung für PN, für PM, dann haben wir einen Erwartungswert von 1. Also erwarten wir, dass in den meisten Fällen ein Gen geändert wird, wenn wir so einen String mutieren. Und in den Fällen, wo mehr oder weniger mutiert wird, schwankt es halt leicht um die 1. Also dann werden vielleicht mal bei ein String der Länge 100 werden dann vielleicht auch mal 3 oder 4 Gene geändert, aber 10 wird schon extrem unwahrscheinlich. Also hier ist dann eben die Intuition, wir haben einen Erwartungswert von n mal pm. Also wenn wir das pm auf 1 durch n setzen, dann wird das wirklich zumindest in den allermeisten Fällen eine lokale Suche, dass wir uns ein Gen hernehmen und am Ende nach der Mutation ein Gen erhalten, das vielleicht mal das gleiche ist, aber in den meisten Fällen werden wir dann halt bei irgendeinem anderen Chromosom landen, das aber eine Hamming-Distanz von 1, vielleicht auch mal 2 oder 3 hat. Aber das ist dann wirklich eine lokale Suche. Wir schauen, nehmen ein Chromosom her und kriegen als Ergebnis der Mutation ein zweites Chromosom, das in diesem Sinne aus der Nähe unseres Ausgangschromosoms kommt. Genau, und die Varianz von so einer Binomialverteilung ist auch bekannt dann als n mal pm mal 1 minus pm. Und das kommt jetzt natürlich darauf an, was wir hier für Werte für n und pm einsetzen. Aber ist auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo wir halt keine allzu starke Varianz haben. Also wo das dann relativ stabil um den Erwartungswert herum bleibt. Gut, jetzt wissen wir, wie wir Strings mutieren. Das war so eine relativ straightforward Verallgemeinerung von dem, was wir uns für Bitstrings angeschaut hatten. Rekombinationsoperatoren, was hatten wir uns hier angeschaut? Wir hatten uns angeschaut den 1-Punkt-Crossover und das können wir so auf Strings über beliebigen Alphabeten übernehmen. Da müssen wir gar nichts ändern. Also wir gehen weiterhin her, schneiden die beiden Elternchromosomen an der gleichen Position durch
und kombinieren sie kreuzweise. Und das, was wir als Kinder rausbekommen, das sind dann wieder Strings über dem gleichen Alphabet, da wir ja einfach nur Strings über dem gleichen Alphabet irgendwie kreuzweise rekombiniert haben. Also das können wir eins zu eins übernehmen. Einen großen Nachteil, den man bei diesem Verfahren hat, der wird dann in der Literatur unter dem Namen Positional Bias diskutiert. Gene, die nah beieinander liegen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, gemeinsam vererbt zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene an Position 1 und 2, dass die zusammen in einem Nachkommen landen, die ist unheimlich viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene an Position 1 und 7 oder an Position 1 und 50 zusammen in einem Nachkommen landen. Also die Verteilung auf die Nachkommen unterliegt ist hier in starker Weise abhängig von der Position, an der ein Gen steht. Und dann treten so Phänomene auf, wie das Gene von gegenüberliegenden Enden eines Strings nie zusammen an ein Kind vererbt werden. Weil das jetzt hier im ersten Nachkommen wird das Allel an der ersten Position immer aus dem ersten Elternteil stammen und das an der letzten immer aus dem zweiten Elternteil. Also kann ich nie die erste Position und die letzte Position vom ersten Elternteil zusammen vererben. Das kann definitiv ein Nachteil sein, weil es ja sein kann, dass beide Werte zusammen dafür verantwortlich sind, dass das Elternteil fit war. Also wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn wir kodieren natürliche Zahlen binär und unsere Lösung ist eine große ungerade Zahl, dann werden alle guten Lösungen vorne und hinten eine 1 haben, damit es ungerade ist und damit es eine möglichst große Zahl ist. Und das könnte ich nicht, also das würde zusammen dafür sorgen, dass das Elternteil eine hohe Fitness hat. Und diese Information würde ich eigentlich dann zusammen vererben können wollen. Es geht ja gerade darum, dass gute Gene ihre oder gute Chromosomen ihre Gene an Kinder vererben können. Und hier könnte ich Informationen, die zusammen dafür sorgt, dass ein Elternteil gut ist, nicht zusammen an die Kinder weitergeben. Deswegen sind da auch noch andere Varianten sich überlegt worden. Die erste Vereinfachung ist, wir gehen von 1-Punkt-Crossover zu N-Punkt-Crossover über. Wir wählen also nicht mehr nur einen Schnittpunkt, sondern machen im Prinzip genau das Gleiche, nur wählen jetzt N zufällige Zahlen und fügen dann Schnittpunkte in den Chromosomen ein und kombinieren dann wieder abwechselnd kreuzweise. Also hier jetzt ein Bild für einen 3-Punkt-Crossover, wo wir einfach an drei zufälligen Positionen die Elternchromosomen zerschnitten haben und in den Kindern dann jeweils abwechselnd aus dem ersten oder dem zweiten Elternteil die entsprechenden Unterstring einfügen. Und so wird der Positional Bias wird etwas reduziert, aber noch nicht vollständig vermieden. Und deswegen dann noch eine Verallgemeinerung oder ein etwas alternativer Ansatz, der nennt sich jetzt Uniform Crossover. Und hier verteile ich jetzt die einzelnen Gene unabhängig voneinander auf die Kinder. Ich führe einen zusätzlichen Parameter ein, eine Wahrscheinlichkeit P von diesem Uniform Crossover. Das wird meist als auf 0,5 gesetzt. Und jetzt durchlaufe ich das erste Elternchromosom positionsweise. Und mit der Wahrscheinlichkeit P-Uniform, die ich gewählt habe, wird das Allel auf dieser Position an das erste Kind vererbt.
Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p uniform wird das Allel des zweiten Elternteils an diese Position vererbt. Also wir laufen hier positionsweise durch und werfen jeweils einen Würfel. Und bei Kopf nehme ich halt den Wert, den das erste Elternteil an der Stelle hat, und bei Zahl halt den Wert aus dem zweiten Elternteil. Und das zweite Kind erbt dann jeweils das Allel, das das erste Kind nicht geerbt hat. Also da mache ich es einfach genau umgekehrt. Und wenn ich mag, kann ich auch von der 0,5 abweichen und schmeiße halt keine perfekte Münze, sondern irgendeine Münze mit einem leichten Bias. Genau, aber auch eine relativ einfache Idee und relativ einfach umzusetzende Idee. Ich durchlaufe einfach alle Positionen, die ich habe, und entscheide diesmal unabhängig von dem, was vorher passiert ist, woher nehme ich den nächsten Wert aus dem ersten oder aus dem zweiten Elternteil. Damit habe ich den Positional Bias komplett vermieden. Also, ob hier das erste Allel, ob ich das aus dem ersten oder dem zweiten Elternteil geerbt habe, macht überhaupt keinen Unterschied auf die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Allel aus dem ersten oder zweiten Elternteil kommt. Es ist problemlos möglich, dass vorne und hinten Allele aus dem gleichen Elternteil zu erben. Also der Positional Bias ist damit komplett vermieden. Was ich aber stattdessen einführe, nennt man dann Distributional Bias. Wenn wir diese Wahrscheinlichkeit p uniform auf 1/2 setzen, dann haben wir natürlich eine starke Tendenz, dass jedes Kind ca. 50% seiner Gene aus je einem der Elternteile hat. Und das haben wir bei dem Endpunkt-Crossover nicht. Da kann das deutlich stärker voneinander abweichen, dass halt die Crossover-Punkte mal so fallen, dass auch gerne mal 30% der Gene aus einem Elternteil kommen und 70% aus dem anderen. Und die Tendenz, koadaptierte Gene gemeinsam an ein Kind zu vererben, ist gering. Also dieses koadaptiert meint genau das, dass eine Gruppe von Genen gemeinsam dafür sorgt, dass, also dass bestimmte Werte angenommen werden, dass das zusammen dafür sorgt, dass das Elternteil eine hohe Fitness hatte. Und wenn solche Gene nebeneinander stehen, dann nimmt jetzt die Wahrscheinlichkeit ab, dass sie zusammen vererbt werden. Es ist jetzt möglich, wenn Gene durch das Chromosom verteilt sind und zusammen dafür gesorgt haben, dass das Elternteil eine hohe Fitness hat, dass die jetzt zusammen vererbt werden. Aber wenn sie nah beieinander sind, sinkt jetzt plötzlich die Wahrscheinlichkeit, dass so eine ganze Gruppe von Genen gemeinsam an ein Kind übertragen wird. Ja, bitte. Ja, das muss eine 1 sein. Danke. Das habe ich, ohne es nochmal anzuschauen, von diesen Folien von Iben und Smith übernommen. Aber genau. Also hier können wir uns jetzt überlegen, wenn eine Gruppe von K-Genen zusammen dafür verantwortlich ist, dass das Elternteil eine hohe Fitness hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit P uni hoch K, dass sie zusammen vererbt werden. Und je größer diese Gruppe ist, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Wenn diese Gruppe von Genen
zusammen vorne oder hinten in einem Elternteil vorkommt, hätten wir bei K-Punkt-Crossover eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie zusammen vererbt werden. Wenn sie durch das komplette Elternteil verteilt sind, hätten wir beim K-Punkt-Crossover überhaupt keine Möglichkeit, dass sie zusammen vererbt werden. Und hier haben wir halt, egal wie sie verteilt sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit, koadaptierte Gene gemeinsam zu vererben, mit der Größe, also mit der Anzahl an koadaptierter Gene, die ich eigentlich gern gemeinsam übertragen würde. Aber ich vermeide auf jeden Fall diesen Distributional Bias. Und genau, es unterscheidet sich dann immer von Anwendungsfall zu Anwendungsfall, was erfolgreicher ist. Aber ich habe den Eindruck, dass Uniform Crossover doch relativ häufig eingesetzt wird. Gut, welche Eigenschaften haben wir jetzt von solchen von den Rekombinationsoperatoren auf Strings, also von den Crossover-Operatoren? Die Crossover-Operatoren verändern nicht die Allelfrequenz einer Population. Was ist damit gemeint? Wenn wir jetzt unser endliches Alphabet haben, und eine Population. Also wir reden jetzt nicht mehr über einzelne Chromosomen, sondern wir befinden uns in einem evolutionären Algorithmus und der funktioniert auf Populationen. Dann können wir uns überlegen, welches Allel kommt an welcher Position wie oft vor. Also wie oft im Verhältnis nimmt die erste Position in den Chromosomen, die in meiner Population liegen, das erste Symbol, wie oft kommt da das erste Symbol meines Alphabets vor? Also die Ich habe Strings der Länge k und das indiziert j. Also für jede Position j kann ich jetzt das Verhältnis berechnen, wie oft kommt der ite Buchstabe aus meinem Alphabet davor. Also wie oft liegt Sigma i da, geteilt durch, wie groß ist meine Population. Und wenn ich jetzt zwei beliebige Chromosomen P1 und P2 aus so einer Population auswähle und da Crossover anwende, und zwar egal, ob Endpunkt Crossover oder Uniform Crossover und dann meine Nachkommen O1 und O2 berechne, dann bleibt die für jede Position und für jeden Buchstaben aus meinem Alphabet die Allelfrequenz über diese beiden Populationen, die ich dann habe, gleich. Also die Ergebnispopulation wäre dann die, wo ich die beiden Eltern rausnehme und die Nachkommen, die ich durch Crossover berechnet habe, stattdessen reinstecke. Und das ist auch relativ einleuchtend, da ich ja die Einträge, die an den jeweiligen Positionen vorkommen, nicht ändere, anders als bei der Mutation, sondern nur Kinder aus einer anderen Art und Weise aus den Eltern zusammenbaue. Also in dem Fall sind dann die Rekombinationsoperatoren, die Crossover-Operatoren wirklich dazu da, die Werte, die ich bereits zur Verfügung habe, neu zu mischen. Gut, das
war das, was ich zu Mutation und Crossover auf der String-Repräsentation machen wollte mit euch. Gibt es dazu Fragen? Dann geht es jetzt mit den Permutationen weiter. Und da waren wir jetzt schon immer wieder auch mal in Gesprächen oder nebenher so drauf gestoßen. Auch Phänomen, das relativ einleuchtend ist. Im Prinzip, rein theoretisch, könnten wir die Operatoren, die wir gerade besprochen haben, auch auf Permutationen anwenden. Problem ist, das, was wir als Ergebnis rausbekommen, wären im Allgemeinen keine Permutationen mehr. Also im Sinne von Permutationen ohne Wiederholung, jedes Element darf exakt einmal auftauchen. Wenn wir zufällig einfach irgendwelche Werte neu setzen bei der Mutation, hier jetzt zufälliger Flip an Positionen 1 und 5, dann ist es schnell passiert, dass irgendwelche Zahlen doppelt auftauchen und andere gar nicht mehr. Und genauso beim Crossover, wenn ich hier willkürlich durchschneide und über Kreuz rekombiniere, werde ich in den allermeisten Fällen dann halt zwei Nachkommen erzeugen, die keine Permutationen mehr sind. Müssen uns also irgendwas anderes überlegen. Und bei Permutation ist jetzt die große Frage, welche Informationen will ich überhaupt an die Nachkommen vererben? Denn je nachdem, was ich mit Permutationen kodiere, je nachdem, wie ich die verstehe in meiner Dekodierung, können verschiedene Informationen interessant sein. Relative Ordnungsstruktur. Also wenn in einem Elternteil die 1 nach der 5 liegt, soll diese Information an ein Nachkommen vererbt werden können. Dass eben ich eine Permutation als eine Auflistung einer Reihenfolge verstehe und die Information, dass die 1 in meiner Liste hinter der 5 steht, ist relevant. Das wäre sowas, was wir uns letzte Woche als ein Beispiel ganz, ganz kurz angeschaut hatten für solche Workflow-Optimierungen, wo ich vielleicht durch eine Permutation kodiere, in welcher Aufgabe ich irgendwelche Reihenfolgen abarbeiten will. Und da könnte die 1 steht nach der 5, könnte relevante Informationen sein, die es wert ist, vererbt zu werden. Während wenn ich zum Beispiel eine Permutation benutze, um das Traveling Salesman Problem dafür Lösungen zu kodieren, ist das Information, die an sich wertlos ist, weil normalerweise fasse ich das Problem symmetrisch auf. Ich könnte also, die Tour spielt eine Rolle, aber wo ich die Tour starte oder in welche Richtung ich sie laufe, ist völlig egal. Das heißt, die 1 steht nach der 5, ist in dem Fall keine wertvolle Information. Die Position von Elementen, also die absolute Position, wo stehen sie in der Permutation, das kann relevante Information sein, zum Beispiel beim Optimieren von Workflows mache ich das als erstes wirklich diese Aufgabe. Dieser Wert steht an der 1, das ist die erste Aufgabe, die ich erledigen will. Und wieder beim Traveling Salesman Problem ist die absolute Position von Elementen völlig irrelevante Information, weil die Tour die gleiche Länge hat, egal an welcher Position ich sie starte. Also ich kann die Permutation immer hin und her, beliebig hin und her schieben und dann das, was überspringt, von hinten oder vorne wieder auffüllen. Das kodiert mir alles die gleiche Tour. Die absolute Position ist völlig irrelevant. Oder Kanten zwischen Elementen. Wo mich dann nicht interessiert, an welcher exakten Position kommen 1 und 5 vor, aber 1 und 5 stehen nebeneinander. Was bedeutet, zwischen 1 und 5 ist ein Link, da ist eine Kante, die sind benachbart. Also ich möchte gerne, dass solche Informationen an Nachkommen vererbt werden kann. Wenn 1 und 5 in einem Elternteil nebeneinander stehen, soll es möglich sein, dass 1 und 5 auch in einem Nachkommen nebeneinander stehen, wenn vielleicht auch an unterschiedlichen Positionen. Sowas ist dann Information,
Die ist jetzt für Optimierung von solchen Workflows unter Umständen irrelevant. Also ob die 1 und die 5 nebeneinander ganz vorne oder ganz hinten stehen in der Permutation, kann einen riesigen Unterschied machen. Fürs Traveling Salesman Problem ist so eine Information aber entscheidend. Da ist ja nicht, wie wir schon jetzt mehrfach hatten, da ist gar nicht wichtig, wo exakt die stehen, weil ich die Tour sowieso an einer beliebigen Position starten kann. Aber dass sie nebeneinander stehen, dass ich aus der Stadt 1 in die Stadt 5 fahre, das ist relevante Information. Weil hier eben das Nebeneinanderstehen von Elementen bedeutet, ich fahre aus der Stadt 1 als nächstes in die Stadt 5, beziehungsweise aus der Stadt 5 in die Stadt 1. Also, wie wir sehen, je nachdem, wofür wir Permutationen benutzen, je nachdem, was wir damit kodieren wollen, sind völlig unterschiedliche Eigenschaften dieser Permutation relevant. Und wir wollen möglicherweise unterschiedliche Eigenschaften von Elternpermutationen auf die Kinder übertragen. Und da es so viele verschiedene Eigenschaften gibt, die in verschiedenen Kontexten unterschiedlich relevant sind, gibt es auch viele verschiedene Variationsoperatoren, die jeweils mit dem Hintergedanken entwickelt wurden. Ich habe hier eine Anwendung, wo diese Art von Information relevante Information ist und möchte einen Variationsoperator entwerfen, der diese Art von Information aus Eltern an die Kinder übertragen kann. Genau. Aber nach meinem Eindruck wurden die allermeisten Variationsoperatoren tatsächlich im Zusammenhang damit entworfen, dass man sich angeschaut hat, wie kann ich das Traveling Salesman-Problem evolutionär lösen. Aber die wurden auch auf andere Probleme angewendet. Mutationsoperatoren wollen wir uns jetzt eine Reihe anschauen. Swap oder auch Exchange Mutation genannt, da werden einfach zwei Allele die Allele von zwei Genen miteinander vertauscht. Insert Mutation, ein Allel wird hinter einem anderen eingeordnet. Scramble Mutation, Positionen ausgewählter Allele werden gemischt. Simple Inversion Mutation, zwei Positionen werden gewählt und die Reihenfolge der dazwischen liegenden Allele umgedreht. Und Displacement bzw. Inversion Mutation, da wird ein Substring gewählt und in umgekehrter Reihenfolge an einem zufälligen Ort neu platziert. Die gehen wir jetzt der Reihe nach mal durch. Genau, aber die Mutationen, die sind eigentlich alle relativ einfach. Ich denke, das können wir jetzt recht zügig machen und uns dann für die Crossover-Operatoren, die sind interessanter, schwieriger, zum Teil auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Also Swap Mutation, zufällig gleich verteilt, wählen wir zwei Allele, also hier in dem Fall 2 und 5, und vertauschen ihre Positionen. Oder äquivalent könnte man das auch implementieren, das hätte den gleichen Effekt, ich wähle zwei Positionen und vertausche ihre Allele. Genau, aber hier einfach Allele 2 und 5 zufällig ausgewählt. Das Beispiel ist jetzt halt so konstruiert, dass die Allele 2 und 5 auch an den Positionen 2 und 5 vorkommen. Und dann tausche ich die 2 und die 5. Hier bleiben natürlich die absoluten Positionen von den allermeisten Elementen erhalten. Ich tausche nur zwei Allele auf ihren Positionen, das heißt n-2 Elemente bleiben auf exakt der gleichen Position. Also sehr viel Bewahrung von absoluten Positionen. Und auf die Reihenfolge und Nachbarschaftsstruktur hat diese Mutation moderate Auswirkungen. Also in den meisten Fällen, wenn ich nicht zufällig Gene wähle, die direkt nebeneinander stehen, werde ich dann vier Verbindungen ändern. Dass hier eben die 2 mit der 1 und 3 verbunden war, die 5 mit der 4 und 6. Und diese vier Verbindungen schneide ich durch und schaffe vier neue. Eins ist jetzt mit 5 verbunden, 3 mit 5 und 4 mit 2 und 6 mit 2. Insert Mutation
Wieder wähle zufällig gleich verteilt zwei Allele und positioniere das zweite direkt hinter dem ersten. Die restlichen Allele werden entsprechend geschiftet. Auch, denke ich, leicht umzusetzen. Was passiert jetzt hier? Die absolute Position kann plötzlich von ziemlich vielen Genen geändert werden, also, oder von ziemlich vielen Allelen. Je nachdem, wie weit nach vorne ich das zweite Allel, also abhängig davon, wie weit nach vorne ich das zweite Allel setze, wird der komplette Rest geschiftet. Also absolute Position wird hier ziemlich stark beeinflusst. Auf die relative Reihenfolge hat das nur moderate Auswirkungen. Die allermeisten Werte bleiben in der Reihenfolge, in der sie auch vorher waren. Und auch die Nachbarschaftsstruktur wird hier nicht viel geändert. Also wieder meistens vier Verbindungen gelöscht und stattdessen vier neue geschaffen. Scramble Mutation, wähle zufällig eine Teilmenge der Gene, inklusive zufälliger Wahl, wie groß diese Teilmenge sein soll, und mische die Reihenfolge der Allele der entsprechenden Positionen zufällig neu. Also hier wieder illustriert wurde zufällig die Positionen 2 bis 5 gewählt und dann werden die einfach zufällig neu gemischt. Ja, bitte. Da sind tatsächlich die Sachen, die ich dazu gelesen habe, unpräzise. Und ich bin nicht in die Implementierung reingegangen von Leuten und habe geschaut, wie die das implementieren. Ich glaube, die meisten verstehen das schon als einen zusammenhängenden Substring, der dann neu gemischt wird. Aber man könnte das natürlich auch ausprobieren mit einer Teilmenge, die nicht zusammenhängt. Also würde halt einfach den Effekt, den man erzielt, nochmal ein bisschen ändern. Man würde noch würde die Anzahl von Elementen, wo man die absolute Position beibehält, wären beiden Ansätzen gleich. Aber mit der, wenn die nicht zusammenhängt, würde man wahrscheinlich die Nachbarschaftsstruktur nochmal stärker beeinflussen. Kommt halt drauf an, was bei der Neusortierung bei rumkommt. Genau, also ja, ich würde vermuten, dass die in den meisten Fällen tatsächlich als wir nehmen einen Substring, der zusammenhängt, zu verstehen ist in der Literatur. Aber tatsächlich wird das oft nicht ganz präzise erklärt, sondern dann halt gesagt, wähle eine Teilmenge der Gene und dann sind die Beispiele halt Substrings und man müsste in eine Implementierung zum Paper schauen, um es exakt zu wissen, was sie gemacht haben. Aber genau, wie könnte man natürlich auch als alternativen Operator genauso wählen. Du hattest noch eine Frage? Ja, mein Gedanke war nur gerade, dass das ja dann nichts anderes wäre, als wenn man die Swap-Mutation mehrmals ausführt. Ja. Gäbe es die noch mal eigentlich schon. Genau, ja. Und ja, hier haben wir dann häufig stärkere Auswirkungen sowohl auf die Reihenfolge als auch auf die Nachbarschaftsstruktur. Gerade wenn man, das wird dann auch nicht immer präzise beschrieben, wie soll ich denn die zufällige Größe wählen? Ne? Das kann ich ja anhand von verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen machen. Und wenn ich jetzt gleich verteilt zwischen 2 und
Größe des Strings wähle, dann wird es plötzlich extrem wahrscheinlich, sehr große Teile des kompletten Strings umzusortieren. Das ist wieder was, was dann in der Literatur oft nicht spezifiziert wird und wo ich vermuten würde, dass meistens die Leute eher in der Implementierung eine Wahrscheinlichkeitsverteilung genommen haben, die kleine Ergebnisse bevorzugt. Weil genau, sonst habe ich eigentlich schnell keinen Mutationsoperator mehr, sondern einen Operator, der zufällig kontextlos neue Ergebnisse erzeugt. Genau, Simple Inversion Mutation. Wähle zufällig gleichverteilt zwei Allele und invertiere die Reihenfolge des davon aufgespannten Substrings. Also Vorgehen denke ich auch relativ klar. Ich drehe einfach einen Substring um. Und hier habe ich wieder größere Auswirkungen auf die Reihenfolge, weil ich ja unter Umständen von einem recht langen Substring die Elemente umdrehe und auch eine größere Auswirkungen auf die absolute Position von unter Umständen relativ vielen Elementen. Aber die Nachbarschaftsstruktur beeinflusse ich hiermit tatsächlich kaum, weil ich ja zwei Verbindungen ändere. Also ich lösche die Verbindung hier zwischen der 1 und der 2 und die zwischen der 5 und der 6 und ersetze die durch Verbindung zwischen 1 und 5 und 2 und 6. Aber wenn wir jetzt mal denken, das würde eine Tour im Traveling Salesman Problem kodieren, wäre das hier wirklich eine minimale Änderung der Tour. Und dann als letztes noch Displacement und Inversion Mutation. Wähle zufällig gleich verteilt zwei Allele. Füge den davon aufgespannten Substring an zufälliger Position neu ein. Und für Inversion Mutation in umgekehrter Reihenfolge. Also wieder, wir wählen einen Substring, wählen eine zufällige Position in dem String, der ohne den Substring übrig bleibt. Und bei Displacement fügen wir dann den String so da ein und bei Inversion Mutation in umgekehrter Reihenfolge. Und wieder große Teile der Nachbarschaftsstruktur werden bewahrt, aber vergleichsweise viele Positionen und gerade in der Inversion Mutation relativ viel der relativen Reihenfolge wird geändert. Genau, ihr habt ja schon gemerkt, manches an diesem Durchgang war jetzt relativ grob. Also hier hatten wir jetzt zum Beispiel nicht spezifiziert bei der Scramble Mutation, nach welchem Prinzip soll denn die Teilmenge der Gene bestimmt werden. Das ist auch tatsächlich so, wie ich eben schon erwähnt hatte, dass da in der Literatur dann manchmal gar nicht präzise angegeben wird, nach welchem Kriterium soll das gemacht werden. Und wenn man wissen will, wie hat es denn jetzt jemand ganz genau gemacht, müsste man tatsächlich schauen, ist die Implementierung irgendwo zugänglich. Aber mein Ziel war jetzt auch einfach, die Ideen mit euch durchzugehen. Und die Details kann man dann ja auch unter Umständen unterschiedlich füllen. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit, anhand welcher Wahrscheinlichkeit wähle ich denn jetzt die Größe der Menge aus? Sollte ich nicht vielleicht bei all den Fällen, wo ich einen Substring wähle, dafür sorgen, dass der nicht zu groß ist, damit dass der nicht zu lang werden kann, damit ich nicht zu viel ändere. Genau, sowas müsste man dann im Detail nochmal überlegen, aber mir ging es jetzt erstmal darum, dass die Ideen klar werden und ich denke, für die Ideen reicht das auch, wenn manche der Details jetzt noch nicht da waren und manche Sachen werden dann auf dem nächsten Aufgabenblatt auch kommen, dass ihr das implementieren sollt und da werden wir dann auch Details dazu schreiben.
Wenn da irgendwo die Sachen noch unklar sind, dann genau schreiben wir das dann noch ein bisschen präziser dazu, was wir wollen. Aber genau das wird jetzt am nächsten Aufgabenblatt dann kommen, das Königin-Problem mal mit Permutation als Kodierung anzugehen und dafür dann auch von diesen Mutationsoperatoren auf Permutationen welche zu implementieren. Ja. Einen Unterschied müssen wir uns jetzt noch anschauen. Bei Strings über einem endlichen Alphabet hat die Permutationswahrscheinlichkeit für uns bisher kodiert, wie hoch soll die Wahrscheinlichkeit sein, an einer einzelnen Position etwas zu ändern. Wir waren jedes Chromosom positionsweise durchlaufen und hatten geguckt, möchte ich dieses Allel ändern, ja oder nein, möchte ich das nächste Allel ändern, ja oder nein. Und um hier bei Mutationsoperatoren anzukommen, die Permutationen wieder in Permutationen überführen, hatten wir jetzt uns sechs Mutationsoperatoren angeschaut. Die arbeiten plötzlich nicht mehr positionsweise, sondern auf einem vollständigen Chromosom. Und das bedeutet, wir müssen uns nicht mehr positionsweise entscheiden, sondern einmal für das gesamte Chromosom. Möchte ich das mutieren oder nicht? Und das bedeutet, die Mutationswahrscheinlichkeit PM muss jetzt also kodieren, soll das Chromosom überhaupt mutiert werden oder soll das ganze Chromosom nicht kodiert werden. Genauso wie wir uns das in dem Simple Genetic Algorithm schon für die Crossover-Wahrscheinlichkeit angeschaut hatten, genauso müssen wir jetzt die Mutationswahrscheinlichkeit interpretieren. Also wir werfen, gehen nicht mehr positionsweise durch, sondern entscheiden einmal für ein Chromosom, wird das jetzt mutiert oder nicht. Und deswegen müssen wir dann die Mutationswahrscheinlichkeit auch deutlich höher ansetzen. Also da würden wir dann wahrscheinlich eher mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% sagen, ja, das Chromosom wird mutiert. Und was wir dann auch überlegen können, ist zu mixen. Wir haben jetzt ja plötzlich verschiedene Mutationsoperatoren zur Verfügung. Bisher hatten wir für die String-Kodierung einen Mutationsoperator, jetzt haben wir plötzlich mehrere. Wir können natürlich hergehen und uns einen auswählen und sagen, dieser Mutationsoperator soll mein Mutationsoperator sein. Wir könnten auch aber sagen, naja, wir nehmen halt drei oder vier und dann bräuchten wir hier nochmal irgendeinen Operator, der jeweils auswählt, wenn ich dieses Chromosom mutieren will, mit welchem Mutationsoperator will ich das denn jetzt tun? Aber das könnten wir dann auch wieder ganz einfach als eine gleichverteilt zufällige Wahl unter den zur Verfügung stehenden Operatoren machen. Also dass wir daher gehen und sagen, wir haben jetzt entschieden, wir wollen drei der Mutationsoperatoren benutzen und sobald ich für ein Chromosom entschieden habe, ich will es mutieren, wähle ich halt mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel einen der drei zur Verfügung stehenden zufällig aus. Genau. Was für Eigenschaften haben wir jetzt? Korrektheit, wieder in dem Sinne, Anwendung eines der Mutationsoperatoren überführt eine Permutation wieder in eine Permutation. Könnte und müsste man jetzt eigentlich formal beweisen, aber da soll es in der Vorlesung jetzt eher nicht drum gehen und das ist auch nicht besonders schwer. Also ich denke, das ist schon relativ einsichtig für jedes der Beispiele, die wir durchgegangen sind, dass wir da halt am Ende wieder eine Permutation rausbekommen. Wir haben ja exakt die Zahlen weiterhin im Ergebnis, die wir vorher auch hatten. Wir haben halt nur die einzelnen Positionen ein bisschen geändert. Und Vollständigkeit. Für jeden dieser Mutationsoperatoren gilt immer noch, dass wir in dem Sinne vollständig sind, dass jedes Chromosom
durch Mutationen in jedes andere überführt werden kann. Allerdings muss ich jetzt fast immer Ketten von Mutationen anwenden. Also für jeden der Operatoren gilt, gegeben zwei Chromosomen, dann gibt es eine Kette von Anwendungen von meinetwegen Scramble oder Inversion Mutation oder was auch immer, sodass diese Kette das erste Chromosom in das zweite Zielchromosom überführt. Aber in den allermeisten Fällen werde ich jetzt dafür mehrere Schritte brauchen. Also nur noch für Scramble-Mutationen gibt es eine Wahrscheinlichkeit größer 0, dass das in einem Schritt passieren kann, auch wenn die dann auch wieder extrem gering ist. Wenn ich hier zum Beispiel die Displacement, oder wo sieht man es? Schöner. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel nie in einem Schritt mit der Simple Inversion Mutation die 9 an die erste Position kriegen und die 2 weiter an der zweiten Position haben. Also da müsste ich dann mit verschiedenen Inversionen nacheinander erstmal die 9 nach vorne tauschen und dann ginge das aber nur, wenn ich diesen kompletten String umdrehe und dann wäre die 2 hier hinten und dann müsste ich halt die 8 und die 2, dann würde die 8 hier stehen und die 2 hier und dann müsste ich diesen String auswählen und invertieren und dann hätte ich dann die 9 und die 2 und dann müsste ich schrittweise das hintere so weiter mutieren in Richtung meines Ziels, was auch immer das Ziel wäre. Also hier bekomme ich das nicht mehr in einem Schritt hin, aber ich finde eine Kette von Schritten, sodass ich jedes Chromosom in jedes andere überführen kann. Wobei ich, da müsste ich noch mal kurz überlegen, deswegen bin ich eben auch gestolpert. Ich hatte die Displacement und die Inversion Mutation noch nachträglich hinzugefügt, wo ich die Folie schon hatte und habe mir die Vollständigkeit zumindest kurz für alle überlegt, dass das wirklich stimmt, aber für Displacement und Inversion nicht. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wie würde ich mit der Displacement also das ist dann für Displacement zum Beispiel nur wahr, wenn ich auch erlaube, dass die Substrings eine Länge von 1 haben dürfen. Also sonst würde ich es zum Beispiel nicht hinkriegen, die 9 jetzt an die erste Position zu tauschen. Wenn ich immer nur Substrings verschieben darf, die eine größere Länge als 1 haben, dann hätte ich immer. Ja, nee, ich würde es auch in 2 Schritten hinkriegen. Ich könnte ja erst die 9 irgendwo in die Mitte tauschen und dann könnte der Substring irgendwo bei der 9 anfangen. Ja, doch, würde auch klappen. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber wenn ich mich jetzt nicht spontan sehr täusche, ich gucke das zu Hause nochmal in Ruhe an. Wie gesagt, ich hatte. Fiel mir gerade beim drüber sprechen auf, ich habe mir für Displacement und Inversion gar nicht nochmal in Ruhe überlegt, ob das mit der Vollständigkeit auch stimmt. Bin mir relativ sicher jetzt, dass es doch auch stimmt. Also genau, dass ich wieder mehr im Zweifelsfall mehrere Schritte brauche, aber weiter diese Vollständigkeit habe, muss ich aber nochmal einen Moment in Ruhe drüber nachdenken. Für alle anderen hatte ich das gemacht.
Genau, aber im Allgemeinen halt mehrere Schritte. Ja, habt ihr an der Stelle irgendwelche Fragen zu den Mutationen auf Permutationen? Dann wird es jetzt mit den Crossover-Operatoren ein bisschen wilder. Also wir wollen jetzt Informationen plötzlich aus zwei Permutationen hernehmen und an Kinder vererben und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Kind, das wir da rausbekommen, wieder eine Permutation ist. Und hier gibt es wieder viele Vorschläge, wieder sehr häufig anhand des Traveling Salesman-Problems motiviert und entwickelt. Wir wollen uns jetzt vier anschauen, die heißen Order Crossover, Partially Mapped Crossover, Cycle Crossover oder Edge Recombination. Und manchmal wird nur ein Nachkomme berechnet statt zwei. Ich schaue jetzt immer zuerst das Beispiel an und gehe es dann etwas formaler durch. Ich glaube, das ist so einfacher. Order Crossover, das wird mit OX1 abgekürzt, weil es dann auch noch einen Order-Based Crossover gibt, den man dann oft als OX2 abkürzt. Hier gehe ich her. Ich habe zwei Eltern und wähle wieder einen zufälligen Substring aus und kopiere dann diesen zufälligen Abschnitt aus dem ersten Elternteil an den gleichen Positionen in das erste Kind. Und fürs zweite Kind kann ich analog vorgehen und aus dem zweiten Elternstring an die Positionen das kopieren. Und jetzt gehe ich her und fülle die übrigen Positionen aus dem zweiten Elternteil auf, beziehungsweise dann aus dem ersten für den zweiten Nachkommen. Wie gehe ich dabei vor? Positionsweise beim ersten freien Symbol. Also hier wäre das jetzt die Position 8. Also hinter dem Substring, den ich reinkopiert habe, fange ich an und fülle mit Positionen aus dem zweiten Elternteil, mit Allelen aus dem zweiten Elternteil auf. Wo fange ich da an? An der gleichen Position. Also hier gehe ich her, schaue mir an, ich muss die Position 8 auffüllen. Was ist das erste Allel aus dem zweiten Elternteil, das ich noch nicht benutzt habe? Das, was hier steht, ist die 1. Also nehme ich das her und fülle das hier auf. Also hier kommt dann die 1 rein. Die neunte Position ist dann die nächste, die ich auffüllen muss. Was ist das nächste Allel aus dem zweiten Elternteil? Das ist die 4. Die 4 habe ich aber hier schon benutzt. Die kann ich nicht nochmal reinschreiben, sonst ist es keine Permutation mehr. Also muss ich weiterlaufen im zweiten Elternteil. Und wenn ich das Ende erreicht habe, springe ich einfach rum. Also das nächste ist die 9. 9 habe ich noch nicht benutzt, also trage ich hier die 9 ein. Und dann wieder die nächste Position, die ich jetzt auffallen muss. Ich habe das Ende erreicht. Ich laufe einmal rum, muss jetzt also die erste Position auffüllen. Was ist das nächste, was ich noch nicht benutzt habe aus dem zweiten Elternteil? Das ist die 3. Was muss die zweite Position auffüllen? Das nächste, was ich noch nicht benutzt habe aus dem zweiten Elternteil, ist die 7. Die 7 hatte ich aber aus dem ersten Elternteil kopiert, darf ich also nicht benutzen, sonst wäre es keine Permutation mehr. Dann ist also die nächste Möglichkeit die 8. Die 8 habe ich noch nicht benutzt, also kommt sie hier hin. Und dann noch die dritte Position, da kommt dann die 2 zum Stehen. Also ich kopiere einen String rüber und dann gehe ich die freien Positionen Position für Position durch, wechsle zum Anfang, wenn ich das Ende erreicht habe und fülle aus dem anderen Elternteil auf in der gleichen Reihenfolge und überspringe immer Elemente, die ich aus dem ersten schon benutzt hatte, um dafür zu sorgen, dass es eine Permutation wird.
Ziel hierbei ist, die relative Ordnung von Elementen zu bewahren. Also relativ viel von der Reihenfolge, die Elemente in dem zweiten Elternteil hatten, wird dann hier in dem Nachkommen wieder auftauchen. Und wenn wir uns das jetzt formal anschauen, wie ist das Vorgehen? Wir bestimmen zufällig gleich verteilt zwei Crossover-Punkte I und J, kopieren die Allele an den Positionen I bis J aus dem Elternteil P1 an die entsprechenden Positionen im ersten Nachkommen O1 und dann beginnen wir an Position J plus 1 in O1 mit Allelen aus P2 aufzufüllen. Und wir fangen auch in P2 an Position J1 an, nach den Allelen zu suchen, mit denen wir auffüllen können. Und achten eben auf die zwei Sachen, wenn in P2 ein Allel kommt, das wir bereits aus in O1 haben, weil wir es eben aus P1 schon kopiert hatten, dann überspringen wir einfach und bei Erreichen von Position N setzen wir an Position 1 fort, sowohl beim in O1 als auch beim Durchlaufen von P2. Und einen zweiten Nachkommen kann ich berechnen, indem ich die Rollen vertausche. Partially mapped crossover. Hier möchte ich möglichst viel, also Ziel ist, Positionen von Elementen zu bewahren. Der Start ist der gleiche wie bei dem Order Crossover. Wir nehmen einen Substring aus dem ersten Elternteil und kopieren ihn in den ersten Nachfahren. Und dann gehen wir her und möchten Elemente möglichst an die gleiche, also Elemente aus dem zweiten Elternteil, möglichst an die gleiche Position kopieren in dem Offspring, den sie in dem Elternteil hatten. Also die 1, die steht hier an Position 8 im zweiten Elternteil, die kopiere ich an Position 8 im Kind. Die 9, die steht an Position 1 im zweiten Elternteil, die kopiere ich an Position 1 im Kind. Die 3 analog an Position 2. Also das ist die Idee. Ich möchte möglichst die freien Elemente durch die Elemente an Position, an der gleichen Position aus dem zweiten Elternteil auffüllen. Das Problem ist, wie gehe ich denn mit den Elementen um, die ich schon habe? Ich habe ja schon Elemente aus dem ersten Elternteil hier reinkopiert und die dürfen ja nicht doppelt auftauchen. Und dafür gehe ich her und baue mir eine Bijektion zwischen den Substrings aus dem ersten und dem zweiten Elternteil auf. Also sage, die 4 steht im ersten Elternteil an der gleichen Position wie die 8 an der zweiten, 5 mit 2, 6 und 6 und 7 und 5. Diese Elemente entsprechen einander. Und wenn ich das bedeutet, wenn ich beim Kopieren von Elementen aus dem zweiten Elternteil in den Offspring zu irgendwelchen Problemen, auf irgendwelche Probleme stoße, dann ist das ja genau dann der Fall, wenn ich irgendein Element aus dem zweiten Elternteil kopieren will,
das hier in dem String im ersten vorkam. Und dann sage ich, okay, dann nehme ich stattdessen halt das Element, das da an der entsprechenden Position im zweiten Elternteil steht. Also hier die 4 müsste ich aus dem zweiten Elternteil, würde ich aus dem zweiten Elternteil eigentlich an die Position 9 schreiben wollen. Die 4 habe ich aber schon aus dem ersten Elternteil kopiert. Also nehme ich stattdessen die 8, weil 4 und 8 an der gleichen Position in beiden Elternteilen stehen und beide in diesem Substring liegen, den ich am Anfang ausgewählt habe. Also das ist die, die Idee ist, ich fülle möglichst auf mit, ich kopiere einen Substring aus dem ersten Elternteil. Aus dem zweiten Elternteil möchte ich wieder die freien Positionen auffüllen. Diesmal mache ich es nicht in der Reihenfolge, sondern diesmal probiere ich es positionsweise. Und wann immer es zu Kollisionen kommt, nutze ich halt diese Bijektion, die ich hier bekomme, aus, um diese Kollisionen aufzulösen. Also alles, was ich positionsweise rüber kopieren kann aus dem zweiten String, kopiere ich rüber. Und die Elemente, die ich nicht kopieren kann, die löse ich gerade durch diese Entsprechung auf. Also der Start wieder wie beim Order Crossover, hier beim Partially Mapped Crossover auch. Bestimme zufällig gleich verteilt zwei Crossover-Punkte und kopiere die Allele an den Positionen I bis J aus dem ersten Elternchromosom P1 an die gleichen Positionen im ersten Nachkommen O1 und der zweite Nachkommen umgekehrt. Dann bauen wir uns eine Bijektion B zwischen den Allelen aus P1 und den Allelen in P2 auf den Positionen I bis J auf. Also in dem Beispiel 4 wird auf 8 abgebildet, 5 auf 2, 6 auf 6, 7 auf 5. Und dann füllen wir O1 beginnend an Position J plus 1 mit den Allelen aus P2. Auch beginnend, die Idee ist ähnlich. Fülle die freien Positionen in O1 mit dem Allel aus P2 an der gleichen Position auf. Außer wir müssen eine Kollision vermeiden, kommt das Allel A an einer Position K bereits in O1 vor. So wird stattdessen BA, also an diese Stelle eingetragen. Und für O2 mache ich das analog, nur umgekehrt. Da muss ich dann halt die Bijektion in die andere Richtung verwenden. Also nicht die 4 durch die 8 ersetzen, sondern die 8 durch die 4. Ist das halbwegs verständlich gewesen? Ja, bitte. Da habe ich mir das nicht genau genug angeguckt. Sorry. Genau, also wir wollen die 7. Ja, danke. Genau, aber es ist genau wie du es beschrieben hast.
Sorry, das habe ich mir einfach nicht genau genug angeguckt. Und dann muss ich das auch nochmal verbessern. Ja. Aber das Problem ist genau, wie du es beschrieben hast. Es kann dann die einfache Anwendung der Bijektion muss die Kollision noch gar nicht auflösen. Also hier möchte ich die 7 eintragen. Die 7 ist aber schon aus dem ersten Elternteil kopiert. Also möchte ich die Kollision auflösen und sage, okay, dann nehme ich halt stattdessen die 5. Aber die 5 habe ich ja auch schon aus dem ersten Elternteil kopiert und muss deswegen erneut versuchen, die Kollision aufzulösen. Weil, also dann schauen, womit kann ich denn die 5 ersetzen? Und das ist dann die 2. Also das bedeutet, was ich hier noch korrigieren muss, ist, also soweit ist das erstmal korrekt, aber es ist noch nicht vollständig. Wenn B von A immer noch für eine Kollision sorgt, schaue ich mir halt B von A an und so weiter. Vielen Dank. Ja, vielleicht ist es auch einfacher. Ich überlege gerade, ob man das nicht vielleicht einfacher machen kann, dass man sich im Vorhinein überlegt, welches Element hier wo hin muss. Ja, müsste ich mir zu Hause noch mal in Ruhe anschauen. Ja, und gut, dann ja, also bei hier diesem Partially Mapped Crossover ging es darum, Elemente möglichst an eine Position zu setzen, wo sie auch in einem der Elternteile vorkommen. Aber das hatten wir ja gerade schon gesehen, das muss nicht klappen. Hier können am Ende tatsächlich immer noch Elemente an einer Position auftauchen, wo sie in keinem der Elternteile waren. Und der Cycle Crossover, da möchte man auch versuchen, möglichst das zu vererben, dass in einem Kindchromosom an jeder Position ein Allel steht, das in einem der Elternteile auch an der entsprechenden Position steht. Und man geht mit dieser Kollisionsvermeidung etwas anders vor. Was man hier macht, ist Zyklen bestimmen und dann Zyklen auf die Nachkommen, zu übertragen. Was ist ein Zykel? Also hier fange ich an und sage, ich möchte im ersten Nachkommen an der ersten Position einfach mal das Allel haben, was da im ersten Elternteil steht. Also ich kopiere in dem Fall jetzt die 1, die erste Position des ersten Elternteils in den ersten Nachkommen. Und ich möchte weiterhin so vorgehen können, dass ich immer jede Position mit einem Wert fülle, das einer der Elternteile da hat. Dann kann ich mir überlegen, welches Element kann ich denn jetzt definitiv nicht mehr aus dem zweiten Elternteil nehmen? Na, das ist das an der ersten Position. Das habe ich ja gerade, die erste Position im ersten Kind habe ich ja gerade aus dem ersten Elternteil gefüllt. Das bedeutet, ich brauche in dem
in dem Kind auf jeden Fall eine 9, damit es eine Permutation wird. Und die 9 werde ich aus dem zweiten Elternteil nie benutzen können, weil die 9 hier an der Position 1 steht und ich möchte positionsweise übertragen und die Position 1 habe ich ja gerade schon gefüllt. Also muss ich die 9 definitiv auch aus dem ersten Elternteil nehmen und übertrage dann die 9 in das erste Kind. Und dann stellt sich wieder die Frage, habe ich jetzt wieder ein Element aus dem zweiten Elternteil blockiert? An der Position, wo ich hier die 9 genommen habe, steht im zweiten Elternteil eine 4. Die taucht im ersten Elternteil noch nicht auf. Und das bedeutet, ich brauche irgendwo die 4 und die 4 aus dem zweiten Elternteil werde ich nie benutzen können, weil ich die Position ja gerade gefüllt habe aus dem ersten Elternteil. Also gucke ich, wo steht im ersten Elternteil die 4. Die muss ich dann auf jeden Fall auch aus dem ersten Elternteil übernehmen. Guck wieder, welches gibt es ein Element, das ich mir damit blockiert habe. Das ist in dem Fall die 8. Also muss ich jetzt auch die 8 aus dem ersten Elternteil nehmen. Habe ich mir ein Element blockiert? Hier stoße ich jetzt auf die 1. Und die 1 habe ich ja schon benutzt. Und damit ist der Zyklus voll. Also ich gehe her, ich starte mit dem ersten Element und für den ersten Nachkommen starte ich im ersten Elternteil, fülle auf und schaue, gibt es jetzt ein Element, das ich auf jeden Fall auch aus dem ersten Elternteil benutzen muss, weil ich aus dem zweiten Elternteil nie da dran komme. Also ein Zyklus ist. Ich starte mit der ersten freien Position, hier jetzt aus dem ersten Elternteil, schau, was steht an der gleichen Position im zweiten Elternteil, schau, wo steht das im ersten Elternteil, schau, wo steht das an der zweiten Position, an welcher Position, was steht an der gleichen Position im ersten Elternteil, wo taucht dieses Element im ersten Elternteil auf? Was steht an der gleichen Position im zweiten Elternteil? Wo taucht das Element im ersten Elternteil auf? Was steht an der Position im zweiten, bis ich den Zyklus geschossen habe und wieder bei der gleichen Zahl lande? Und so einen Zyklus übertrage ich dann halt an die exakt gleichen Positionen auf das erste Kind. Und dann kann ich mit der nächsten freien Position weitermachen und diesmal einen Zyklus aus dem zweiten Elternteil aufbauen. Also hier wäre jetzt die zweite Position im Kind noch frei. Und dann fange ich diesmal meinen Zyklus in dem zweiten Elternteil an, trage also die 3 hier 1 ein und schaue, was entspräche dem in dem ersten Elternteil diesmal die 2, an welcher Position steht die 2 im zweiten Elternteil? Hier, also übernehme ich die 2, was steht da im ersten Elternteil? Die 5, wo steht die 5 im zweiten Elternteil? An Position 7, also übernehme ich die 5, was entspricht dem im ersten Elternteil? Die 7, wo steht die 7 an Position 3? Hier. Und genau, und so weiter. Also dann wieder zur 3, zur 2 und dann stoße ich wieder auf die 5. Und in dem Fall würde der dritte Zyklus, die 6 steht in den gleichen Positionen. Genau, also die Idee ist immer, welche Elemente habe ich mir denn durch meine Wahl, die ich bereits getroffen habe, verbaut? Auf welche kann ich nicht mehr aus dem anderen Elternteil zugreifen, sondern muss die jetzt definitiv aus dem gleichen Elternteil nehmen? Und baue solche Zyklen auf, kopiere den Zyklus positionsweise rüber und fülle dann abwechselnd Zyklen aus jedem Elternteil. Also formal
Züge abwechselnd jeweils beginnen bei der ersten freien Position des Nachkommen einen Zyklus von Allelen aus P1 bzw. P2 ein. Und Berechnung eines Zyklus aus P1 starte mit dem Allel aus P1, das in der ersten freien Position des Nachkommens steht. Überprüfe, welches Allel A in P2 an dieser Position steht. Finde die Position von Allel A in P1 und füge diese Position dem Zyklus hinzu. Und wiederhole dann die Schritte 2 und 3, bis der Zyklusstart in P1 wieder erreicht ist. Und dann wird halt der Zyklus in den Nachkommen kopiert. Und das kann man dann in der Literatur auch in Varianten finden. Ich kann nur ein Nachkommen berechnen oder auch zwei, indem ich einfach die Reihenfolgen von P1 und P2 tausche. Und manchmal wird der Cycle Crossover auch so vorgestellt, dass man nur einen Zyklus berechnet, nämlich den, der aus dem ersten Elternchromosom, der an Position 1 beginnt. Und sobald man einen Zyklus abgeschlossen hat, wird der Rest der Positionen aus dem zweiten Elternchromosom aufgefüllt. Gut, ich hatte eigentlich gehofft, noch einen Crossover-Operator durchzubekommen, aber will jetzt auch nicht noch weiter überziehen. Und ich lade die Folien dann hoch, wenn ich das mit dem Partially Mapped Crossover noch korrigiert habe. Das kann sein, dass das dann erst morgen oder übermorgen wird, aber so richtig praktisch brauchen tut es dann ja auch erst mit dem nächsten Übungsblatt. Sorry für den Fehler da. Ja, und dann danke fürs Zuhören und bis vielleicht am Mittwoch.